Dein Zustand wird schlimmer. Oh. Sie muss mich beim Angriff infiziert haben. Und es ist schon so weit fortgeschritten. Aber das geschieht mir recht. Sie ist wegen mir gekommen. Ja, es ist deine Schuld. Das heißt nicht, dass ich dich sterben lasse. Gut, dass das geklärt ist. Ich hat sie nicht angegriffen? Das ist Teil ihres Prägungsprotokolls. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Hier, nimm das. Ihre Gewebeproben. Finde sie. Bring's in Ordnung. Okay, Ivy. Wo bist du? So. Mach mal Zettel. Für Lesen habe ich keine Lust. Ich habe schon mal Patronen. Na, schon mal gut. Jetzt habe ich Patronen, aber keine Waffe. Find was andersrum. Hier was mitnehmen. Hm. Ah, ich habe. Boah, die hat direkt eine Waffe. Ja, nice. Ein Messer. Ah, ich glaube, ich bleib da dabei. Ich habe die ganze Zeit Fall, dass sie direkt schon eine Waffe hat. Na, vielleicht soll ich. Ich waffe mir nur mit dem Messer aus. Das ist eigentlich egal. Ist ja eh ein. Nee, ja, aber ich will da durch! Ist ja eh ein Forschungsschiff oder sowas. Wir wissen ja da, was Gefährliches hier ist. Da fällt es auf, wenn einer mit einer Karre durch die Gegend läuft. Ja, es wird wärmer, es wird wärmer. Kind ist in der Küche. Oh, ernsthaft. Na, guck mal. Sie übergibt sich. Dann müssen sie zurücksetzen. Werden wir mal neu starten, funktioniert das. Wie geht's voran? Sie übergibt sich. Viel mehr, als ihr Körpergewicht zulässt. Auch großartig. Wir werden viel mehr von ihren hässlichen Freunden begegnen, wenn das so weitergeht. Okay. Wir müssen sie finden, und zwar schnell. Das nimmt langsam Überhand. Dem stimme ich zu. Dagegen kann ich aber nichts machen. Wollte ich erstmal aufstehen. Oh, was war das? Hey, hallo, wie geht's dir? Danke für dein Follow. Mehr zum Einsammeln gibt's hier nicht, nö. Ich habe so wenig von diesen komischen Puppen gefunden. Der Geißen. Kann ich dort nicht einfach. Na, obwohl ich absahne, will ich. Das ist nicht mehr so lecker. Das sah eben noch besser aus, wenn ich so nah ran war. Das war auch wieder so eine komische Tür. Zum Glück ist das Schiff nicht allzu groß. Hey, gib mir die Pflanze. Hallo, gib mir die Pflanze. Oh, da ist noch jemand. Hallo, würdest du bitte dich... Oh, falsch, bitte. Sagen, würdest du dich bitte bewaffnen? Geht doch. So ein Treffen muss ich schon mal üben. Ist mein Controller halt nicht so einfach. So, was haben wir hier? Ein paar Pillen, die ich nie benutze. Soll ich vielleicht auch mal öfters mal einsetzen? Noch einer? Ne, es ist nur die andere Seite. Nicht, dass einer steht. Nee, aber ich gehe eigentlich weiter weg. Geh doch näher, näher. Okay, ich muss nach unten. Beim Fahrstuhl ist es näher. Ach, da ist auch der Fahrstuhl. Gut. Ich habe aber nur keine Geduld gehabt.
Jetzt guck nicht die ganze Zeit auf deinen Uhr, wenn da Sachen kommen. Mal nachladen. Hoch oder runter? Ich glaube 2. Probieren wir es mal mit 2. Oder auch nicht? Ah, dann waren wir jetzt in 2. Müssen wir jetzt. Da wird keiner mehr runterfahren. Wir sind auch schon ein Stück näher ran an unserem Ziel. Ich habe zu wenig einzusammeln, das beunruhigt mich irgendwie. So viel passiert zu viel. Oh, ich gehe auch weiter weg. Einfach draufhalten. Ich komme ja eh noch mal hier hinten, glaube ich, lang. Oder? Weiß nicht. Ich guck erst mal, ne, so wo ich das Kind. Das muss hier, glaube ich, lang. Ich kann ja nicht mehr lang. Oh, ich habe kaum noch mal die. Ja, gut, ich. Achso, ich habe wieder voll. Bombe, Bombe. Ach so. Oh, da war das mit den Bomben. Oh, das war. Die Bomben waren oben irgendwie komisch. Hier war noch so ein Dicker irgendwo. Fall schon um. Ich kenne ja nur die Richtung. Da bin ich komplett falsch. Ist ja also auf deine Uhr zu gucken. Ah, jetzt ist wieder näher. Okay, es war doch richtig. Okay, da ist sie drinne. Komm ich da rein. Alan. Ich glaube, sie ist auf der anderen Seite dieser Tür. Aber ich habe keinen Schlüssel. Versuch, das Schloss aufzuschmeißen. Du bist auf dem untersten Deck, stimmt's? Schau in unserem Gepäck nach. Ist auch gut, dass er weiß, wo wir gerade sind. Und zufällig ist es ja auch alles hier. Das ist auch ganz praktisch. Boah, ist das verrostet. Hetzmittel, nice. Na dann, damit kriegen wir die Tür auf. So praktisch, dass wir das hier haben. Da vorne wäre dann auch noch eine Tür. Ich will gucken, was in der Tür war. Hier war doch auch irgendwo noch eine Tür mit so einem Schloss. Warte. Doch, da hinten geht's gut. Ich wäre doch hier vorne irgendwo, oder? Täusche ich mich da und bin schon meilenweit davon entfernt. Das hier? Nee, hier war freie Fläche. War das hier? Ich halte es auf deine Uhr zu gucken. Ich will nicht weiterhelfen. Nee. War gar nicht hier, okay. Da habe ich mich getäuscht. Dann war das woanders.
ist ja nur Klumpenschleim. Gut, die haben mich getäuscht. Ich dachte, hier wäre noch eine Tür auf dem Level, auf der Ebene. Wenn man so aufkriegt. Ja, zurücklaufen. Oh, das ist ja zum Glück nicht allzu groß. Nicht allzu weit laufen. So, so. Oder war die einen Stock höher im Fahrstuhl? Ja, müssen wir eh da irgendwann nochmal durch. So, hier waren wir jetzt gerade. Bist du böse auf mich, Mami? Ja, nein, bin ich. Evie. Ich bin nicht böse. Ich bin nur enttäuscht. Wie hast du mich genannt? Ich will nicht mehr im Labor wohnen. Ich will ein Haus. Und ich will, dass du meine Mami bist. Okay, Evie. Ich werde deine Mami sein. Komm nur jetzt sofort mit mir zurück, okay? Wo bist du, Evie? Hm. Wieso ist deine Tür, wenn man da nicht durchgehen kann? Da ist sie! Evie, warte! Hast du sie gefunden? Ja, aber sie ist weggelaufen. Sie macht mehr Freunde, Alan. Die Dinger sind überall. Ich hab's dir ja gesagt. Geht's dir gut? Ja, du hast sie doch reinkommen lassen, sonst willst du jetzt von mir. Wie du Emily zurückbekommst. Wir fangen damit an, dass wir durch die Türe durchgehen. Dankeschön. Du kannst nicht telefonieren und weiter durch Türen laufen, das geht nicht. Das ist unmöglich, kann man nicht machen. Oh! Würdest du noch da wegfallen? Ja. Gerade den kleinen, den ewige. Jetzt. Okay. Ich habe noch die komische Pumpe, aber die mag ich so gar nicht. Mit denen kann ich nicht umgehen. Ah, hier. Da ist, noch, da ist doch die Tür. Habe ich die gemeint? Jetzt Mittel. Was haben wir hier? Haben wir hier Munition vielleicht? Bombe und Erzmittel. Ich glaube, ich muss aber mit den Bomben ein bisschen was machen, sonst habe ich verkackt. Ah, ich habe ein Maschinengewehr mit Munition. Vielleicht soll ich doch die Bomben einsetzen? Ich weiß es nicht. Oh, da ist noch Krot. Haben wir gar nicht gesehen. Ja, wie war das noch gleich? Du hast die Bombe? Ich glaube, ich habe hier für irgendwas gebraucht. Das war Wichsen. Bleibst du jetzt da liegen? Ah, hier ist auch noch Muni. Wie jemand für mich hingelegt. Das ist aber nett. Ja, wie aktiviere ich die Bombe? Du hast da eine Bombe. Und da.
So war das. Ja, wieder was mit Timing. Hab die zwei kaputt gemacht. Okay, ich muss sie auf den Boden. Wieso will ich die werfen? Ich würde aber lieber Sachen werfen. Ich würde zwar eh nichts treffen, aber egal. Einfach, dass ich es werfen kann, macht's besser. Jetzt nehmt ihr den Fahrstuhl ohne mich. Was war das jetzt? Achso, ich muss vielleicht drücken, dann kommt er vielleicht wieder runter. So. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir in den dritten Stock. Weil das andere halt nicht ausgewählt ist. Oder auswählbar ist. Die Notfallverriegelung wurde aktiviert. Ja, danke dafür. Oh, dieses Getute ist als sowas von nervig. Kannst du vielleicht mal aufhören zu schreien? Von links oder rechts? Ich glaube, es ist eh egal, man geht eh im Kreis. Will noch irgendwas Neues? Nö. Hier war ich ja schon, hab alles mitgenommen. Gibt doch nichts Neues. Oh! Wo kommst du denn her? Was soll denn das? Nee, ist verschlossen? Ah, hier, guck mal. Noch mehr Bomben. Hier ist halt falsche Richtung wahrscheinlich gelaufen. Nee. Kann ich hier durch? Bin ich hier in der Küche? Kann ich auch übersehen? Ich übersehe so viel. Bin aber blind. Der hat sich abgeschiedet. Liegen. Schön, aber da komme ich jetzt hier nicht mehr durch. Okay, dann bin ich falsch umsonst hierher gelaufen. Oh, was? Hinaufklettern. Wo denn? Ach, da! Da hinaufklettern. Ah! Ah, muss ich Fuß laufen, okay. Verstanden. F3, achso, ich muss noch eins höher. Und das war ja dann hier, wo ich jetzt bin. In jetziger Zeit. Ja, da gucke ich gerade drauf und spiele ein Spiel im Spiel. Oder schaue ein Video. Okay. Achso, ich habe ja immer noch die Uhr. Kann ja da gucken. Okay, vielleicht muss ich doch auf Stock 4. Nee. Ist das hier näher? Hier sind sie hier. Ja, doch. Ist hier noch ein Weg weiter? Guck mal da, da ist eine Tür. Nehmen wir die doch mal so lang. So, hier ist noch ein Pfosten im Weg. Ach da, den habe ich ja gar nicht gesehen, Kollege. Wie bist du hergekommen? Wo ist Ivy?
Sie ist außer Kontrolle. Ohne ihre Behandlungen wird sie verfallen. Gut, dass ich schon sterbe. Ja, dann hast du sie nicht. Sag sowas nicht. Dir vertraut sie. Das kleine Miststück. Nee, hat sie. Okay, warte. Ivy, nein, Ivy! Ivy! Alan, hör zu! Ich hab sie so gemeint! Sie Ivy, versucht, die Kontrolle zu übernehmen! Du musst sie bekämpfen! Warte, warte. Evelyn, stopp! Hör jetzt auf! Ja gut, das war's für ihn. Die kleine Schuhe, den werden die wohl gehören. Glaube ich auch nicht so angenehm, in so einem Kokon drinne zu sein. Na hier. Jetzt hast du gepennt und bist voll überwuchert. Du selbst dran schuld. Hättest das nicht auf das Kind hören sollen. Ah ne, das ist immer noch in deinem Video. Okay. Macht's aber trotzdem nicht besser. Kann ich jemand mitnehmen? Nö. Nehmen wir die Tür durch. Achso, die nimmt jetzt Video auf. Sehen tue ich hier auch nichts. Ich habe so viel übersehen, ist ja eh auch jetzt egal. Erstmal dem Freund eine Nachricht schicken, ist jetzt wichtiger. Die Schiff geht runter, egal. Gucken, ob ich vom Schiff runterkomme oder so. Falsch, aber ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht, bin ich tot. Such mich nicht. Achso, nee, der war ja mein Suchen. Vergiss, dass du mich je kanntest. Ich bin es nicht gewohnt, dass bei Resident Evil so viele Leute überleben. Ich hab ein gutes Leben. Aber es sind auch nur zwei oder drei Leute. Also die Hälfte der Leute überlebt, aber es sind auch nur die Baker Family. Das ist unser Fluch, glaube ich, auch. Wir werden für immer zusammen sein. Ich glaube, das meiste spielt sich eh in unserem Kopf zu, weil wie sollen Pilze das alles machen? Mit der Telekinese und so. Ich bin doch gar nicht online, was willst du von mir? Letztes Mal auch so mittendrin irgendwie so, ja, übrigens bist du nicht in dem Netz drin, ja super. Ich bin nicht online.